Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir stehen in Hamburg, wie man unschwer erkennen kann. Ja, wir schauen jetzt einfach einmal, was das so in Hamburg als Auftrag gibt. Frachtmarkt Hamburg nach Grimsby. Nee. Autos nach Cambridge. Es bringt alles so wenig irgendwie. Ich will irgendwie nicht, will aber irgendwie nicht nach England zurück. 700 Kilometer nach Straßburg. Betro Eisenrohre. Reis, Betonplatten. Nach Frankreich. Also Straßburg ist eh auch Frankreich. Es ist alles nach Stettin. Hamburg, Stettin. In Stettin waren wir, glaube ich, eh noch nicht. Fahren wir heute mal eine kürzere Strecke. So, wie lange darf ich eigentlich noch fahren? Eigentlich noch 9 Stunden, na gut. Na gut, dann holen wir uns mal unseren Anhänger ab. Ich hoffe, dass wir in Stettin noch nicht waren. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Sieht man das auf der Map? Rostock? Nein, Stettin waren wir noch nicht. Dann wird es höchste Zeit, dass wir da mal hinkommen. So. Pedal kalibriert. Und hat man sich wirklich gesehen, ob der ein VW-Logo hat. Weil ich habe gerade eine neue Mod installiert. Die mir neue Logos oder reale Logos der Fahrzeuge bringen soll, angeblich. Ja, das werden wir auf der Fahrt dann eh sehen. So, wir haben gesagt, Stettin bringt nur 14.000. Naja, egal. Besser als gar nichts. Mein Plan sieht jetzt sowieso vor, dass wir als nächstes einmal fürs Erste den Kredit abzahlen. Ich meine, das machen wir eh nebenbei. Stand der vorher auch schon da? Der da vorne? Na gut, auf geht's. So, den habe ich auch installiert, Radio Stream, aber leider darf ich den nicht verwenden. Das tut mir echt leid. Ich hätte so viele schöne Streams da drinnen. Ja. Darf ich aber leider, leider, leider nicht verwenden. So, wir fangen einfach da irgendwo an. Wir haben die Lieder wahrscheinlich eh schon alle gehört, also ist es eigentlich eh komplett Bovidel, welches wir nehmen. Das erkennt man auch fast nicht. Gut, vor mir steht ein Ford. Hahaha. Das erkennt man gar nicht. Wirklich ein Ford-Logo drauf hat oder nicht. Komm schon, gib Gas. Wow, wir fahren einmal nicht von einer roten Ampel zur nächsten. Naja, zu früh gefreut.
die ist dann doch rot. Okay, dann müssen noch grad weiter, oder? Ja, okay. Ich kann eh nicht anders, also muss ich da noch grad weiter. Sechs Stunden fahren wir. Ja, okay. 9 Stunden dürfen wir, das heißt, wir müssen nicht schlafen gehen während der Fahrt. Das ist sehr gut. Na, fahr mit deinem Audi. Ah, da erkennen wir es jetzt schön. Dass es ein Audi sein soll. Licht sollte ich auch einschalten, sonst zahle ich gleich wieder. Also ich hoffe, dass man da mehr als 50 fahren darf, sonst habe ich ein Problem. Ich fahre jetzt einfach mal mehr als 50. Sie wird schon hinhauen. Okay, ab da sind es 90, naja, auch egal. Es war eh kein Radar da, also. Ist das schon okay? Ich werde jetzt auch versuchen, dass wir so viel wie möglich die Städte erkunden. Oder in so viel wie möglich verschiedene Städte fahren, die wir noch gar, in denen wir noch gar nicht waren. So eben wie jetzt Stettin, da waren wir noch nicht. Deswegen fahren wir da jetzt auch hin, damit wir die Map aufdecken, damit wir auch dorthin dann mehr Aufträge haben oder von dort welche mitnehmen können. Weil ja irgendwie von einer Abfahrt zur nächsten. Fällt mal so auf. Nicht nach Rostock. Was mache ich in Rostock? Also, beim Plan war ich eigentlich vorher stehen geblieben. Zuerst einmal den Kredit abzahlen, meinen könnte ich jetzt wahrscheinlich hier auf einmal schon zurückzahlen. Nächster Tagespunkt wäre dann die Garage in Wien auf die nächste Stufe aufzubauen. Ich denke, das kostet auch wieder so um die 200.000. Habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Müssten wir dann mal machen, wenn wir dort sind in Stettin. Könnten wir mal nachschauen. Billig wird das sicher nicht. Wenn schon die erste Ausbaustufe 180 kostet hat, dann wird die zweite sicher nicht billiger sein. Eher das Gegenteil wird der Fall sein. Aber das schauen wir jetzt nach, wenn wir in Stettin sind. Ich hoffe, ich denke dran. Damit wir wissen, wie viel wir noch erfahren müssen. Wie viel Money.
damit wir uns die nächste Stufe leisten können. Ja, dann werden wir unser Imperium mal ausbauen. Noch mehr Fahrer einstellen, noch mehr LKWs kaufen. Das Ganze ist halt etwas zeitraubend, weil man muss denken, jeder LKW kostet so wieder um die 100.000. Also bis ich das Geld wieder habe, muss ich auch so 2, 3, 4 Touren fahren, weil ich will auch ein bisschen was auf der Tasche haben, weil Tanken und Wartung muss ich auch durchführen. Also das wird dann schon ein bisschen in die Länge gezogen, das Spiel. News zum Spiel, was ich so heute auf der offiziellen Hoppala. So, jetzt ist das Headset verrutscht. Das kann ich ganz gar nicht leiden. Passt wieder. So, was ich heute auf dem offiziellen Entwicklerblog gelesen habe. Arbeiten es gerade am neuen Patch, der wieder zwei neue Marken ins Spiel bringt, beziehungsweise zwei Lizenzen ins Spiel bringt. LKWs haben wir beide schon, und zwar das eine ist einmal Volvo. Volvo kriegt damit sein richtiges Markenzeichen und auch den richtigen Namen hat er. Nein, hat er noch nicht. Kriegt er natürlich auch. Macht die Mod, die ich drin habe, natürlich dann obsolet, also unnötig. Wird dann rausfliegen. Ja, dann als zweite Marke kommt noch Iveco. Endlich. Dann hätten wir eh schon fast alle. Also wir haben Renault, wir haben Scania. Okay, da werden sie noch die Lizenz gehabt haben vom Scania Truck Driving Simulator. Dann haben wir MAN. Das hat es glaube ich schon im German Truck Simulator gegeben. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Dann kommt jetzt Iveco dazu. Dann kommt jetzt Volvo dazu. Renault haben wir auch schon von Anfang an. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ja, fehlt eigentlich nur noch Mercedes. Aber ich fürchte, dass Mercedes sich da querstellen wird. Die Frage, wie die das so mit Lizenzen halten. Ich glaube, am Automobilsektor, also PKW-Sektor, ist es ja auch so für die ganzen Rennspiele. Ich meine, da gibt es genug Spiele, die die Lizenz haben. Also, ich erinnere mich jetzt nur an Gran Turismo gibt es, glaube ich, Mercedes. In Forza gibt es, glaube ich, auch Mercedes. Oh ja, da gibt es ganz sicher Mercedes. Also Forza Horizon. Forza 4 wahrscheinlich genauso. Weiß jetzt gar nicht, ob es in Need for Speed überhaupt Mercedes gibt. Müsste ich jetzt lügen. Da ich irgendwie die letzten Titel nie so richtig gespielt habe, weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich frage mich, ich finde es halt schade, dass sich dann Mercedes dann so, ja, ich will nicht sagen querstellt, aber dass die dann scheinbar doch keine Lizenz für die LKWs hergeben. Naja, vielleicht schafft SCS es doch noch, dass sie auch Mercedes dazu bringen, dass sie die Lizenz hergeben. Wäre natürlich sehr wünschenswert. Dann hätte man nämlich alle in echt. So, jetzt gehen wir gleich erster Aufenthalt in der Rostock. Und somit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, so kurz. Weil wir sind eigentlich sind in Rostock nur auf der Durchreise. Wir müssen dann weiter nach Stettin. Weil wir gerade im Osten unterwegs sind, gleich die zweite Neuerung, an der sie arbeiten. Eine Kartenerweiterung in Richtung Osten. Das heißt, mit, glaube ich, was haben sie geschrieben, speziellen Augenmerk auf Polen.
Okay, ich glaube, da tun sie sich auch einfach, weil ich glaube, das ist ja ein polnischer Hersteller. Also darauf freue ich mich dann auch schon, gibt es dann neue Städte. Sollte vielleicht nicht 60 fahren, in der 50er-Zone. Jedenfalls, das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr cool. Neue Gebiete, neue unerforschte Gegenden. Also für uns Trucker unerforscht. Was ich mir gerne wünschen würde, ist, dass sie Italien erweitern. Das ist schon sehr mager. Also so eine schöne Tour nach Rom runter. Venedig. Lass mich auch einreden. Aber da kommst du mit dem LKW halt nicht weit in die Wasserstraßen. Oder im ETS 1 war es ja so, da hat es Spanien gegeben, da hat es Portugal gegeben. Ich finde es schade, dass das jetzt nicht mehr, im ETS 2 nicht mehr gibt. Das ist echt schade. Das würde noch fehlen. Dann wäre das Spiel, was Europa betrifft, eigentlich perfekt. Aber vielleicht könnte man es ja dann auch mal in die andere Richtung, also noch weiter in den Osten erweitern. Sprich in Richtung Russland oder so. Wobei ich glaube, dass eine Fahrt nach Russland dann schon sehr zart ist. Ich denke, ich fahre jetzt von, wurscht wo, von Wien nach Russland rauf. Nach Moskau oder irgend sowas, St. Petersburg. Ich glaube, das dauert schon eine Zeit. Das werden ein paar tausend Kilometer sein. Und ob das realistisch ist, weil ich glaube, solche Strecken werden dann doch eher mit dem Zug zurückgelegt und erst die letzten 100 Kilometer oder hunderte Kilometer. Also in die Gegend, dort wird es dann per LKW verteilt. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Spedition von, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal Wien, nach Russland drauf fährt. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Kickdown bringt genau nichts. Hinter mir sammelt sich die Autokolonne. Ich kann nichts dafür. Ich habe eine ziemlich schwere Fracht. Aber jetzt geht es eh wieder einigermaßen in eine Ebene. Jetzt können wir wieder beschleunigen. Nicht so viel, da kommt eine Kurve. Noch 120 Kilometer vor uns ungefähr. Ich vermute mal, das wird jetzt alles Landstraße sein. Ich glaube, darauf gibt es keine Autobahnen mehr. Man merkt, es wird schon langsam dunkel. Bevor ich eine Strafe kriege für Fahren ohne Licht, schalte ich es lieber ein. Na, fahr mit deinem Renault.
Du hast keine Ladung und bist fast an 60er. Es ist unbeugsam. Ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt schon wieder so 20 Minuten haben, viel längere Folgen schauen sich die Leute eigentlich im Normalfall eh nicht an. Machen wir hier an dieser Stelle direkt mal einen Cut und starten direkt in die nächste Folge. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal.